10 Liebesfilme, die man absolut immer anschauen kann. Zum Teil bekannte Filme, zum Teil eher unbekannte Geheimtipps findet ihr genau hier. Viel Spaß! Sing Street ist ein absoluter Geheimtipp, den die meisten Leute leider nicht im Kino gesehen haben. Erschien, glaube ich, 2016. Es geht um einen Jungen, der in den 80er Jahren in Dublin lebt, auf eine neue Schule kommt und Freunde finden muss, aber damit große Schwierigkeiten hat. An einem Tag lernt er eine junge Frau kennen, die gegenüber der Schule einfach cool dasteht und eine Zigarette raucht, und er ist total hin und weg, verliebt sich quasi auf den ersten Blick in sie und erzählt ihr, ob sie nicht mit in seinem Musikvideo mitspielen möchte von seiner Band, die er aber überhaupt nicht hat. Das heißt, es geht darum, eine Band zu gründen, mit denen Songs zu schreiben, damit sie im Musikvideo mitspielen kann. Es ist eine wahnsinnig süße Geschichte, und die Jungs kommen dann tatsächlich zusammen und schreiben wirklich gute Songs, die explizit für den Film geschrieben wurden. Der Soundtrack ist absolut empfehlenswert, den kann man sich auch nach dem Film noch anhören. Und so ist es quasi eine Coming-of-Age-Geschichte zusammen mit einer Liebesgeschichte, die wirklich, wirklich gefühlvoll und schön erzählt wird. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, ich habe jedes Mal Pipi in den Augen. Es ist ein wirklich, wirklich schöner Film, kann ich absolut empfehlen. Und ein kleiner Geheimtipp, ich würde ihn in Englisch vielleicht mit Untertiteln anschauen, weil dieser irische Dialekt so einen richtig, richtig schönen Charme hat und dem ganzen Film so eine ganz eigene Seele gibt. La La Land ist wahrscheinlich ein Film, den die meisten schon mal gehört haben. Ich habe ihn am Anfang sehr boykottiert, bin aber dann doch ins Kino gegangen, weil ich mich einfach dafür interessiert hatte und er mit 14 Oscar-Nominierungen Geschichte geschrieben hat. Und was soll ich sagen? Ich habe den ganzen Film über geweint. Ich fand ihn wunderschön, ich fand ihn unfassbar schön in Szene gesetzt, super gespielt, eine Wahnsinnsregie von einem meiner Lieblingsregisseure, Damien Chazelle, der auch Whiplash gemacht hat, und ein absoluter verdienter Oscar für Emma Stone. Die Performances generell von Emma Stone und Ryan Gosling sind wahnsinnig gefühlvoll, man kann sie wirklich nachvollziehen, und es ist eine reine Liebesgeschichte im Stil von Hollywood. So perfekt, wie Hollywood manchmal dargestellt wird, wird auch diese Liebesgeschichte dargestellt. Und das Schöne ist, dass wir eben die Höhen und Tiefen erleben und diese feinen Nuancen menschlicher Liebe und menschlicher Beziehungen erforschen können. Emma Stones Charakter möchte eine Schauspielerin werden und Ryan Goslings Charakter möchte einfach nur Musik machen, am liebsten Jazz. Er ist wahnsinnig begeistert von Jazz, und diese Leidenschaft fließt auch durch den kompletten Film. Das heißt, der komplette Film ist durch Jazz inspiriert, und er ist wahnsinnig bunt, er ist wahnsinnig farbenfroh, er ist unglaublich gefühlvoll. Die Musik passt wahnsinnig gut und ich finde den Soundtrack unglaublich schön. Ich habe den Film bereits mehrmals gesehen und könnte ihn sofort wieder anschauen. Absolute Empfehlung. Garden State ist wahrscheinlich wieder einer der eher ungewöhnlicheren Filme, die vielleicht auch viele nicht kennen, aber deswegen ein Geheimtipp von mir. Es ist das Regiedebüt von Zach Braff, der auch JD in Scrubs gespielt hat, kennen wahrscheinlich die meisten. Er hat so eine ganz subtile Art, einen sehr ruhigen Liebesfilm oder generell eine sehr ruhige Geschichte zu schaffen, die aber Charaktere aufbaut, mit denen man sich gut identifizieren kann, weil sie einfach sehr viele Nuancen haben und sehr tiefgründig sind. Zach Braff selber spielt die Hauptrolle und Natalie Portman ist sein Gegenüber. Es ist deswegen eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, weil es eigentlich alles in dem Setting ist, dass Zach Braffs Charakter wegen einer Beerdigung seines Vaters in seine Heimatstadt zurück muss und dabei dann aber Natalie Portmans Charakter kennenlernt und sie zusammen auf eine Kennenlernreise gehen und sich gegenseitig auf einer menschlichen Ebene kennenlernen. Es ist wirklich eine schöne Geschichte, es ist ein ruhiger Film, der aber nicht langweilig wird, und jeder, der ihn anschaut, wird wahrscheinlich am Ende des Films ein Grinsen auf dem Gesicht haben. Es ist ein wirklich toller Film und ich kann ihn definitiv empfehlen. Brokeback Mountain. Ein Film, den wahrscheinlich die meisten kennen oder schon mal davon gehört haben, aber vielleicht nicht gesehen haben. Es geht um zwei Cowboys, gespielt von Jake Gyllenhaal und Heath Ledger, die beide auch ihre eigenen Familien haben, beide ihre Partnerinnen haben, und bei einem gemeinsamen Ausflug merken, dass sie sehr starke Gefühle füreinander haben. Es ist eine wahnsinnig schöne Darstellung und Inszenierung einer neu entdeckten Liebe, und in dem Fall nun mal zwischen zwei Männern. Es ist wahnsinnig schön gespielt von den beiden. Es sind exzellente Schauspieler. Jeder, der Jake Gyllenhaal kennt, und Heath Ledger sowieso. Es sind einfach wirklich große, große Performances. Es ist so schön dargestellt. Auch die Zeit im Film fliegt förmlich. Und wir erleben diesen inneren Kampf, den die beiden mit sich haben, weil sie ihre Gefühle nicht verstehen können, aber eine sehr, sehr starke Verbindung zueinander aufbauen. Ich habe bis jetzt jedes Mal geweint bei dem Film. Es ist einfach so tragisch, aber gleichzeitig so schön und so liebevoll, wie die beiden das spielen. Es ist eher ein tragisches Drama, anstatt jetzt einer Rom-Com zum Beispiel, aber definitiv ein Liebesfilm, den man gesehen haben sollte. Lunchbox. Wahrscheinlich wieder ein eher unbekannter Film, den ich aber definitiv empfehlen kann. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen.
Der Film spielt in einer indischen Großstadt, in der sogenannte Dabbawalas kleine Essensboxen zu Mitarbeitern in großen Büros bringen. Hier entsteht eine Brieffreundschaft, die eher ungewöhnlich ist, weil nämlich Essensboxen vertauscht werden und kleine liebe Botschaften an eine falsche Person gehen. Und dadurch entsteht eine sehr, sehr schöne Brieffreundschaft. Der Film erzählt eine rührende Liebesgeschichte zweier Leute, die sich nicht kennen, aber durch die Magie des Essens und der Wertschätzung dieses Essens näher kommen können. Es ist ein sehr außergewöhnlicher Film, der definitiv hungrig macht und man hat sofort Lust für einen Menschen, der einem wichtig ist, zu kochen. Oder gemeinsam sogar zu kochen. Definitiv mal anschauen, ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Es ist einfach eine süße Geschichte. Shape of Water. Der Oscar-Gewinner aus 2018 ist eine Romanze der ganz besonderen Art. Eine stumme Reinigungskraft verliebt sich in ein Wasserungeheuer, an dem Wissenschaftler herumexperimentieren. Aber dabei ist es ihre Art, ohne Worte zu kommunizieren, die dazu führt, dass die beiden eine innige Verbindung aufbauen. Der Film hat einen unglaublich schönen Soundtrack von Alexandre Desplat und der Film hat sogar bei den Oscars bester Film gewonnen. Es ist fast schon eine magische Liebesgeschichte, die aufgrund ihrer Besonderheit aus der Reihe normaler Liebesgeschichten raussticht. Der Sternwanderer. Dieser Abenteuerfilm ist durch und durch ein romantisches Liebesmärchen, in der der Protagonist die meiste Zeit den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann und gefühlt blind einer unerwiderten Liebelei hinterhereifert, obwohl die eigentliche Chance für wahre Liebe zum Greifen nahe ist. Großartige Performances von Charlie Cox, Claire Danes und Robert De Niro machen diesen Film zu einem Märchen für Erwachsene. Wer ihn nicht kennt, unbedingt mal anschauen. 10 Dinge, die ich an dir hasse. Eine eher typische Rom-Com, die durch ihre starken Schauspieler und die ikonischen Szenen bekannt wurde und Kultstatus erreicht hat. Es ist ein Film, den man sich problemlos immer wieder anschauen und dahinschmelzen kann. Vor allem durch die makellose Performance von Heath Ledger, der einen Bad Boy der anderen Sorte spielt und man kann ihn einfach nur lieben. Ein großartiger Film und gerade dieser 90er-Jahre-Flair ist nochmal das Sahnehäubchen obendrauf. 500 Sommertage. Das ist ein Film, der sehr mit Erwartungen spielt. Er zeigt, was sich viele in modernen Beziehungen wünschen, beziehungsweise welche Situationen sie erwarten und was dann aber realistisch eher passiert. Es ist ein sehr bodenständiger Film mit tiefgründiger Message und zwei tollen Hauptdarstellern. Joseph Gordon-Levitt und Zooey Deschanel sind so relatable und natürlich, dass man sich in diesen ganzen Situationen, in denen sie sich befinden, sehr gut wiedererkennen kann. Crazy Rich Asians ist im Grunde eine moderne Version von Pretty Woman. Wir erleben, wie eine junge Frau sich in einen Mann verliebt, von dem sich erst später herausstellt, dass er zu einer extrem wohlhabenden Familie gehört. Der Film würde jetzt erstmal jeden abschrecken, der kein absoluter Rom-Com-Fan ist. Aber ich kann guten Gewissens sagen, dass dieser Film fantastisch ist. Es ist die richtige Menge an Humor, gutem Erzähltempo und durchdachten Charakteren, dass man einfach nur mitgerissen wird. Es ist eine süße Geschichte, eine schöne Welt, wirklich lustige Charaktere und ich kann versprechen, dass kein Auge trocken bleibt. Wenn ihr in meinem Video den ein oder anderen Film gefunden habt, der euch vielleicht gefallen hat, den ihr noch nicht kanntet oder auf den ihr euch schon richtig freut, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich freue mich von euch zu hören und schaut gerne bei meinem nächsten Video vorbei. Und wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst, würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und bis bald.